Super! Yo Leute, Trophy hier und damit willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Und heute am Mittwoch gibt es die leckeren Spoiler zu der Folge 124 und zu der Folge 125 übersetzt von Herms, wie ihr das kennt. Und Leute, ich denke, es werden nochmal Full Spoiler kommen zu 125, also ein bisschen mehr. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, deswegen halt euer Auge Donnerstag oder Freitag offen dafür. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an mit den neuen Spoilern zu Folge 124 und Folge 125. Wenn ihr wie immer nichts wissen wollt, schaltet einfach an dieser Stelle ab. Und ich fange dann an mit den Spoilern. Und zwar Dragon Ball Super Folge 124. Ein stürmischer, heftiger Angriff. Gohan kämpft mit dem Rücken zur Wand. Goku und Vegeta halten ihren heftigen Angriff aufrecht, aber Jiren schlägt hart zurück. Dragon Ball Super, Folge 125. Majestätisch, Geburt des Götterzerstörung Toppo. Gerade als 17 und Freezer Toppo in die Ecke gedrängt haben, beginnt etwas sehr, sehr Komisches mit Toppo zu passieren. Also, ja, die Spoiler sind, wie ihr schon seht, sehr, sehr klein, aber die Spoiler sind auf jeden Fall redebedürftig. Also, da gibt es auf jeden Fall was, über was man reden kann. Und zwar fangen wir ganz von vorne an, und zwar ein stürmischer, heftiger Angriff. Gohan kämpft mit dem Rücken zur Wand. Der Titel von Folge 124, die Preview von Folge 124 zeigt uns, dass Gohan gegen Dispo kämpft und Freezer damit hilft und Freezer ebenfalls mitkämpft. Wir sehen in der Preview, dass Freezer so eine Art Käfig macht und Gohan dann einen Kampf halt gegen Dispo, und ich denke, diesen Kampf wird er gewinnen. Von Dispo ist auch hier nicht die Rede, und wie ich schon vorher gesagt habe, vor ein paar Wochen, denke ich, dass Dispo jetzt hier rausfliegen wird. Aber die Frage bleibt, in der Folge 125 sehen wir, dass ein Kampf eskaliert mit 17 und Freezer. Wenn Dispo rausgeflogen ist, was sehr wahrscheinlich ist, was ist mit Son Gohan? Wieso wird Son Gohan hier nicht erwähnt? Freezer ist auch bei Toppo. Wenn Dispo noch da wäre, würde er im Kampf mit Dispo mitmachen. Das heißt, dass Gohan vielleicht raus sein könnte. Aber die Sache ist hier, wir sehen nicht, dass Dispo rausgeflogen ist. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, dass Dispo in der Folge 124 noch drin bleibt und der Kampf mit Gohan weitergeht und in der Folge 125 das Ganze nicht erwähnt wird, weil Gohan alleine mit Dispo kämpft. Aber die Folge 124 wirkt ein bisschen mehr so, dass man Dispo wirklich raus wird, weil Dispo hatte eigentlich schon genug Screentime. Und reden wir mal drüber zu Gohans Situation, was sein könnte. Also, er könnte natürlich raus sein, ja. Das ist eine Möglichkeit, das sollte man hier nicht ausschließen. Das Ding ist aber auch, er könnte wie Vegeta oder auch Kalifla eine Pause nehmen, weil er einfach zu geschwächt ist. Das Ding ist, es gibt nur noch, glaube ich, 7 Minuten im Tunnel der Kraft. Selbst deswegen ist das ein bisschen schwer, da jetzt eine Pause reinzuwerfen. Ja, das ist ein bisschen schwer. Deswegen mal gucken, wie man das genau machen wird. Man könnte auch hier sagen, das Highlight gegen die Namekianer war schon ziemlich groß, weil er ein Universum ausgelöscht hat. Aber ich denke irgendwie persönlich, dass mehr für Gohan in diesem Tunnel der Kraft drin ist. Ich weiß, Goku, Vegeta und Jiren sind die Powerhäuser. Das sind diejenigen, die wirklich sehr, sehr stark sind, mit Toppo und Freezer natürlich auch. Das sind wirklich die Charaktere, die nochmal richtig krass auftrumpfen werden. Die Frage bleibt aber trotzdem, Gohan hat einen krassen Aufbau bekommen, was das Beschützen angeht. Gohan hat einen krassen Aufbau bekommen dafür, was Kämpfen an sich angeht. In diesem Tunnel Kraft, war es das wirklich mit ihm schon? Ja? Ist das alles gewesen? Die Frage stelle ich mir so ein bisschen. Ich hoffe wirklich persönlich, dass er noch drin ist. Ihr wisst ja alle, wie ich mit Gohan drauf bin. Deswegen hoffe ich sehr, sehr stark, dass er noch im Tunnel der Kraft drin bleiben wird. Lasst mir gerne eure Meinung da, ob ihr denkt, dass er raus ist oder was ihr denkt, was mit ihm sein könnte, wo er genau ist. Soviel zum Thema Gohan. Wir sehen, Tilzin ist in der Folge 125 immer noch drin. Ich habe ja gesagt, dass es sein könnte, dass in der Folge 124 ein Cliffhanger gemacht wird, wie T17 von Toppo rausgeworfen wird. Aber T17 ist noch im Ring. Das finde ich persönlich sehr, sehr krass. Also, ich bin mal gespannt, ob T17 einen sehr großen Auftritt noch bekommen wird. Ob man vielleicht irgendwas Neues sehen wird in der Richtung der Cyborgs. Vielleicht wird man da sich irgendwas einfallen lassen zu T17, weil der ist ja nicht derjenige, der so mit Transformationen kommt. Aber wer weiß, vielleicht ist da mit T17 auf jeden Fall noch was Großes geplant. T17 und Freezer als Kombo ist auch vielleicht ganz interessant. Muss man da mal schauen. Die beiden schaffen es nämlich, Toppo in die Ecke zu drängen, aber das Ding ist bei Toppo. Toppo ist jemand, der auf jeden Fall eine gewisse Stärke besitzt, aber es ist ähnlich wie bei Jiren. Es scheint so, wenn er diese Aura nicht draußen hat, dass er nicht auf 100% ist, was natürlich klar ist. Das ist ja bei unseren Kämpfern genauso. Deswegen sehen wir hier, dass Toppo wahrscheinlich in der Folge 125 am Ende nochmal ernst machen wird und dann The Advent of God of Destruction Toppo kommen wird, also die Geburt des Gottes Zerstörung Toppo. Denn das Ding ist hier, dass wir bei Beerus aber das auch hatten, das gleiche Wort Advent, das englische Wort Advent, Geburt des Gottes Zerstörung. Deswegen mal gucken, wie das Ganze mit reinspielt, ob Toppo jetzt offiziell schon der Gott der Zerstörung ist, was keinen Sinn machen würde, weil er da nicht teilnehmen dürfte, oder ob so gemacht wird, dass Toppo, was ich eher glaube, davon erzählt, wieso er Gott der Zerstörung sein möchte, ja, was seine Ambitionen sind, und dann deswegen quasi auftrumpfen wird, stärker sein wird, seine Aura rausholen wird und dann zeigen wird, was es denn eigentlich heißt, ein Gott der Zerstörung zu sein, dass er seine wahre Kraft zeigt. Das finde ich sehr interessant, denn das könnte ebenfalls auch nochmal mit Vegeta zusammenspielen, denn Folge 126 zeigt ja den Titel, selbst einen Gott übertreffen. Das könnte auf Toppo auf jeden Fall bezogen werden, aber auch auf Vegeta, denn das Ding ist, bei Vegeta und Toppo, dieser Kampf wurde eingeführt und dieser kleine Kampf zwischen denen könnte noch viel wichtiger sein, als wir denken. Vielleicht kommt es wirklich dazu, dass Toppo sehr, sehr stark ist in dieser Folge 125 und dann die Folge 126 einen Kampf mit Toppo und Vegeta liefern wird. Zum ganzen Thema zweite Geige, ja, das hat ja Vegeta, oder das hat Toppo zu Vegeta gesagt, dass er die zweite Geige ist, und dann zeigen ja beide, Vegeta und Toppo, dass sie keinesfalls die zweite Geige sind, und dann könnte nochmal hier ein Kampf ausbrechen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr krass. Mal sehen, wie Freezer damit umgeht, dass so ein starker Gegner auf ihn zukommt.
kommt. Mal sehen, ob die 17 dann rausfliegen wird, ja oder nein. Bei den Cyborgs liege ich ja immer falsch. Also die halten sich einfach verdammt lange, muss man sagen. Und noch zum Schluss das Jiren-Thema. Und zwar sehen wir, dass Jiren heftig zurückschlägt in der Folge 124. Und zu Jiren, wann er wie stark ist, wieso er so kämpft, wie er halt kämpft, dazu werde ich die kommenden Tage ein sehr großes Video machen, denn ich habe mir nochmal alles angeschaut und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das ganz gut erklären kann, warum er manchmal so kämpft und warum er manchmal nicht so kämpft. Die meisten verstehen das, aber manche Leute scheinen das Ganze nicht wirklich zu verstehen, deswegen werde ich das nochmal erklären, was natürlich nicht schlimm ist. Aber ja, die kommenden Tage wird nochmal ein großes Jiren-Video kommen. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare da. Was denkt ihr zu den Spoilern? Denkt ihr, Gohan ist raus? Denkt ihr, Turbo wird sehr stark auftrumpfen? Und wie ist allgemein eure Meinung zu denjenigen, die bald rausfliegen können oder in den kommenden Folgen rausfliegen könnten? Und mal so eine kleine Fun-Frage. Und zwar, was glaubt ihr nach der Folge 124 und nach der Folge 125? Wie viel Zeit wird im Tunnel der Kraft noch übrig bleiben? Denn aktuell haben wir noch 7 Minuten. Ich denke mal, so eine kleine Fun-Frage wäre ganz cool für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ebenfalls über einen Daumen nach oben freuen. Das gestrige Video ist echt krass abgegangen. 3500 Daumen nach oben. Fetten, fetten Dank. Wenn wir hier wieder 2500 schaffen würden, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein.